So, bevor es mit dem eigentlichen Podcast losgeht, von mir noch ein kurzes Intro. Heute werdet ihr keinen neuen Podcast hören. Ihr werdet heute einen Podcast hören, den ich im letzten Jahr aufgenommen habe mit dem Markenrebell Norman Glaser. Warum präsentiere ich euch diesen Podcast nochmal? Das ist ganz einfach. Ich habe im letzten Jahr festgestellt, ich habe einige wirklich wertvolle Interviews geführt. Ich habe eigentlich nur wertvolle Interviews gehört, aber ich habe mir vorgenommen, einige von diesen Interviews euch nochmal zur Verfügung zu stellen. Warum? Weil ich sie für besonders wertvoll erachte und weil die Inhalte sicherlich hörenswert sind. Und wir haben im Laufe des Jahres sehr viele neue Hörer dazu bekommen. Und auch denen möchte ich natürlich die Möglichkeit geben, diesen wichtigen Content, diese wichtige Information nochmal zu hören. Und ich habe mir 3 bis 4 Podcasts für dieses Jahr rausgesucht, die ich euch nochmal präsentieren möchte. Und anfangen werde ich, wie gerade gesagt, mit dem Markenrebell Norman Glaser. Norman ist jemand, der Unternehmen hilft, sich digital sichtbar zu machen. Aber er hat sich eben auch in dem Bereich der Medizinbranche und der Gesundheitsbranche spezialisiert. Norman hilft, das Personal Branding für die Arztpraxis sichtbar zu machen. Norman hilft dem Arzt dabei, sichtbar zu werden, und zwar unverwechselbar sichtbar zu werden, auch im digitalen Segment. Beschäftigt euch mal mit dem Thema, es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und dann könnt ihr eine Entscheidung treffen, ob das was für euch ist oder nicht. Und gerade in diesem Interview habe ich festgestellt, dass wirklich sehr, sehr viel Content von Norman an euch weitergegeben wird. Und das ist wirklich so viel wert, dass ich den Podcast einfach nochmal zeigen wollte. Wir haben sehr viel über das Thema Zukunftsmedizin gesprochen, auch Zukunftsorientierung gesprochen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich mittlerweile auch persönlich mit Norman zusammenarbeite, sowohl für das Thema Podcasting, für das Thema Business Talk, aber auch fürs Unternehmen. Das war nochmal ein ganz anderes Thema. In dem Zusammenhang kann ich nur sehr sein Buch nochmal empfehlen. Ich hebe es mal hier hoch für alle, die es gerade auf YouTube schauen. Wir werden es auch auf jeden Fall nochmal in die Shownotes verlinken. Das ist das Thema digitale Brandstiftung. Also da geht es nicht um ein Buch, was entzündet wird, da geht es wahrscheinlich auch drum, aber insbesondere geht es natürlich darum, das Thema Branding, also Marke sichtbar zu machen und sich als Marke sichtbar zu machen. Tolles Buch, tolle Inhalte und gerade zu dem Thema Geschäftsmodellentwicklung mit allen möglichen Innovationen, da kann Norman sehr, sehr viel Input zu geben. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch direkt mit ihm in Verbindung setzen, wenn ihr das Thema spannend und interessant findet. Und das Allerwichtigste ist für mich auch immer dabei, bei ihm steht der Mensch im Mittelpunkt und der Mensch wird auch bei ihm nie vernachlässigt, so viel wir auch über das Thema Digitalisierung und Zukunftsmedizin und auch künstliche Intelligenz sprechen. Diese beiden Punkte bleiben bei Norman immer ein Thema, die ja am Rande und um den Menschen herum sind. Bevor es jetzt aber mit dem Podcast losgeht, habe ich noch ein kleines Thema in eigener Sache. Ich habe euch in einem der letzten Folgen schon immer wieder darauf hingewiesen, dass wir eine eigene Veranstaltung durchführen für den Mediziner in der eigenen Praxis oder für den Mediziner, der in die eigene Praxis gehen möchte, aber auch für alle anderen, die sich mit dem Thema Gesundheit und Medizin auseinandersetzen wollen. Und zwar, diese Veranstaltung heißt Startup Praxis, das Deutsche Ärzte- und Medizinerforum wird am 6.7.2019 hier in Dortmund stattfinden, und zwar im Signal Iduna Park, früher bekannt besser Westfalenstadion, das ist das Stadion, wo Borussia Dortmund spielt. Da haben wir eine sehr schöne Location für euch ausgesucht. Wir werden auch die Möglichkeit einer Stadionführung haben, aber das ist nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist, Startup Praxis trägt den Namen nicht ohne Grund. Wir möchten Elemente der New Economy und der Gründerszene in den medizinischen Bereich bringen. Wir möchten aufbrechen. Ich habe immer mal wieder das Thema Medical Business Hacking beschrieben, also das Aufbrechen alter Strukturen. Und darum soll es in dieser Veranstaltung gehen. Ihr sollt euch informieren, ihr sollt euch weiterbilden, ihr sollt Input bekommen für das Thema eigene Praxis. Ihr sollt Lust und Spaß auf das Thema Medizin und Medizin der Zukunft haben. Ihr sollt so motiviert von dieser Veranstaltung gehen, dass ihr es gar nicht mehr erwarten könnt, am nächsten Montag, Dienstag, Mittwoch loszulegen mit euren Ideen in der eigenen Praxis oder das Medizinstudium so schnell zu beenden, um endlich in die eigene Praxis zu kommen. Das ist unser Anspruch. 100 Ärzte wollen wir einladen und wenn ihr Arzt, Mediziner, Student seid, könnt ihr euch unter www.startup-praxis.de, das ist die Landingpage, könnt ihr euch die Redner anschauen, die Speaker anschauen, die Themen anschauen und ihr werdet sehen, es wird eine sehr, sehr innovative Veranstaltung sein mit sehr viel Spaß, mit sehr viel Input, mit dem B2B-Bereich und mit
ja, der modernen Medizin in der Zukunft, so wie wir uns das vorstellen. Es soll keine langweilige Veranstaltung werden, an dem es vielleicht was Leckeres zu essen gibt und ihr vielleicht ein paar Fortbildungspunkte bekommt. Den Anspruch haben wir nicht. Ihr könnt Karten kaufen, ihr könnt Karten da erwerben und ihr könnt euch über das informieren, was in Zukunft euch in der eigenen Praxis betrifft. Und vielleicht, wenn ihr Lust habt, auch in Zukunft dieses selber mitgestalten. Ich habe mal hier den ersten Entwurf, so wird der Flyer aussehen. Ich zeige ihn mal hoch, das ist das Logo, Startup, mal ein bisschen gerade halten, Startup Praxis, deutsches Ärztes und Ärzte und Medizinerforum, aber dazu mehr in einer der nächsten Ausgaben. Wir werden auch nochmal einen eigenen Trailer dazu machen. So, jetzt freut euch auf den Podcast mit Norm Glaser. Alles Gute für die Zukunft. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt in allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in der eigenen Praxis. Viel Spaß beim Podcast. Warum sollte ich mich als Arzt oder Mediziner ab sofort um mein Personal Branding kümmern? Diese und weitere interessante Fragen bespreche ich heute mit meinem Podcast-Gast Norman Glaser. Und deshalb herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Business Talk Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast möchten wir Sie oder Euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps und praktischem Support unterstützen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier kostbare Informationen für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Unser Anspruch, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wenn Sie mehr zum Thema Business Doc erfahren möchten, dann besuchen Sie unsere Homepage unter www.businessdoc.online oder schreiben Sie eine E-Mail an info@businessdoc.online. Ja, unser heutiger Gast, Norman Glaser, ich habe ihn vor einem Jahr in einem anderen Podcast gehört, habe mich seitdem sehr mit ihm beschäftigt, habe viel zum Thema digitale Markenführung von ihm gehört und auch zum Thema Personal Branding und deshalb nochmal herzlich willkommen, lieber Norman. Vielen Dank für die Einladung, Oliver. Danke. Sehr, sehr gerne. Ich möchte dich natürlich kurz vorstellen, damit unsere Zuhörer und Zuschauer sich einen kleinen Eindruck machen können, wen wir hier heute im Interview haben. Norm Glaser hat Kommunikationsdesign und Betriebswirtschaftslehre studiert und ist seit fast, wenn ich jetzt richtig informiert bin, 20 Jahren als Digitalunternehmer und Experte für das Thema Personal Branding unterwegs. Er hat 2007 gemeinsam mit einem Partner die Firma Markenkonstrukt ins Leben gerufen. Das ist eine Firma für strategische Markenführung für digitale Marken. Die Kunden unter anderem die Firma Brose, Douglas, Volvo, Sparkasse, Penta Hotel, Sana Corps und so weiter und so weiter. Ich hätte noch einige mehr aufführen können. Daraus entstanden ist vor einiger Zeit ein sehr interessanter Podcast, nämlich der Podcast zum Thema Markenrebell. In dem Bereich ist er sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Ich glaube, über 70.000 Zuhörer jeden Monat. Das ist der Wahnsinn. Also wir müssen uns nachher nochmal darüber unterhalten, wie wir nur annähernd überhaupt an diese Größe kommen können. Und weil du unter anderem da eben auch Podcast-Coaching betreibst und auch für einige Leute anbietest, finde ich hochspannend und interessant. Dann hast du eine Plattform ins Leben gerufen für die Erstellung und Vermarktung digitaler Produkte. Das ist auch ein Thema, wo wir heute sehr gerne mal drüber sprechen wollen, das Thema Next Level. Mhm. Dann gibt es darüber hinaus eine Gesundheits-App, Valeo, die Informationen und Coachings zum Thema Gesundheit anbietet. Dann bist du auch noch im Bereich von Bildungsprojekten unterwegs. Also Thema Come to Coach, Strategieplattform für Coaches. Und ganz zum Schluss habe ich auch noch gefunden, Software für Marketing, Inszenierung und Produktverkauf mit dem Label P-Touch. Und da kommen noch einige hinzu. Das Letzte, was ich jetzt noch gesehen habe, ist, du hast sogar ein Buch veröffentlicht in diesem Monat. Noch nicht. Oder jetzt gerade? Kommt jetzt. Digitale Brandstiftung, ja. Also muss viel Luft holen. Also ich hoffe, dass du dir Zeit genommen hast und das irgendwie noch in deinen Tagesablauf bekommst, das Interview heute. Vielen, vielen Dank, Norm, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Kannst du vielleicht aus deiner Sicht nochmal sagen, mit deinen Worten sagen, wer ist Norm Glaser, was macht er beruflich und privat? Ja, du hast es eigentlich schon perfekt zusammengefasst in wenigen Sätzen. Vielleicht, um es noch ein bisschen plastischer hinzukriegen, wir kümmern uns mit Markenkonstrukt, mit unserer Agentur, die so quasi das Fundament von allem ist, um digitale Projekte und helfen Einzelunternehmern oder Großkonzernen, die du schon erwähnt hast, dabei digitale Projekte zu realisieren, weil einfach Digitalkompetenzen mehr und mehr gebraucht werden und wir auch immer wieder feststellen bei unseren Klienten, wie herausfordernd das Ganze ist. Also wenn ich einen Heizungsbauer bestelle, weiß ich, am Ende geht die Heizung, das kann ich gut einschätzen, über Hand auflegen, ob die Heizung funktioniert oder nicht. Bei Digitalprojekten, was kostet ein Internetauftritt? Wie entwickle ich eine E-Commerce-Plattform oder eine Multi-Channel-Plattform für Next Level? Und aus diesem
raus mit diesem Know-how, branchenübergreifend, was wir über Jahre einsammeln konnten, sind dann eigene Produkte entstanden, die du erwähnt hast, wie Next Level, wie Valeo oder Come to Coach und dergleichen, weil wir gesagt haben, wir müssen es am Ende einfach selbst machen, um herauszufinden, wie es funktioniert. Also digital heißt halt einfach probieren, ausprobieren, lernen und vor allem die Wege kennenlernen, die eben nicht funktionieren. Mhm. Und nicht zuletzt mit dem Markenrebell Podcast wollen wir einfach vieles von dem weitergeben, was wir eben so an Erfahrung sammeln konnten. Mhm. Im privaten Bereich, wir haben gerade kurz im Vorgespräch gesagt, du bist bei dir zu Hause gerade, ne, im Hintergrund, du hast da einen See. den See sieht man jetzt gerade nicht, aber nur ungefähr. Hinter der Wand. Ja, also wir wohnen ganz beschaulich in einem Holzhaus am See. Mhm. Mit meiner Partnerin Katharina Pommer und unseren 4, bald 5 Kindern. Und das ist einfach so ein Ort der Kreativität. Also für mich ist das Kreative, du hast gesagt, Kommunikationsdesign, BWL, das ist eigentlich wie, ich vergleiche es immer wie Bäcker und Metzger zusammen, ja. Passt eigentlich gar nicht, aber was mich immer schon fasziniert hat, wie kann ich mit kreativen Arbeiten, Projekten, kreativen Konzepten tatsächlich auch wirtschaftlichen Erfolg erzeugen. Ja, und das ist ja, wenn wir über das Thema Digitalisierung reden, ein Riesenthema, dass wenn wir uns mit Digitalprojekten beschäftigen, immer auch mit digitalen Geschäftsmodellen beschäftigen müssen. Mhm. Also wie ich das auch früher kannte, wo uns Audi gesagt hat, hier habt ihr 500.000 Euro, macht mal eine schöne IAA-Messe. Mhm. Die Zeiten sind vorbei aus meiner Sicht oder sollten vorbei sein. Hier und da sind es auch nicht vorbei. Das heißt, egal was ich in meine Präsenz als Marke oder auch als Persönlichkeitsmarke investiere, muss ich immer auch überlegen, wie kann ich einen Refinanzierungsgedanken oder ein Geschäftsmodell dahinter entwickeln. Mhm. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ja. Und das heißt also, dieses Thema Haus am See und Holzhaus und Familie, das ist die Auszeit, die du dir einfach zwischendurch nimmst, um dann wieder fit zu sein für das, was du in der täglichen Praxis machst. Weil das ist ja wirklich auch, also der gerade Beratungsansatz ist ja wirklich unglaublich intensiv, also Mensch zu Mensch, auf der einen Seite Digitalisierung, aber auf der anderen Seite eben auch immer die persönliche Beratung, Begleitung von Menschen, die dahinter stehen. Ja, ich finde, und so war ich nicht immer drauf, muss ich sagen, eigentlich erst so mit der Idee des Rebellen in mir, ja, deswegen war ich auch extra beim Friseur für dich heute. Ja. dass die Familie für mich im Vordergrund steht und die Digitalisierung oder die digitalen Medien uns befähigen sollten, dass wir genau das leben können. Also dass wir genau den Fokus auf diese Zwischenmenschlichkeit, auf Familie legen können und nicht mehr arbeiten. Ja? Also wie viele Startups kennen wir, die einfach nur noch am Hustlen sind, mit 80 Stunden pro Woche eigentlich kein Privatleben mehr haben. Und ich glaube, das kann nicht das Ziel sein. Also ich glaube, zur Industrialisierung hat man schon gesagt, wir machen aus einer 7-Tage-Woche eine 3-Tage-Woche. Mhm. Ich glaube, wir könnten es jetzt tatsächlich realisieren, wenn wir die Digitalisierung auch als solche verstehen, dass sie uns Vorteile bringt, indem wir unsere Prozesse einfach hinterfragen. Wie arbeiten wir heute eigentlich? Ja. Wie skalierbar ist unser Business? Mhm. Ja. Eine letzte persönliche Frage so zum Thema Gesundheit. Nimmst du dir da ein bisschen Zeit für? Also Ernährung, ist das wichtig für dich? Spielt das eine Rolle? Thema Sport, gerade am See? Ja, absolut. Also um den See sind 4,5 Kilometer. Das muss gedockt werden. Wir haben ein Kanu. Okay. Bei 4 Kindern bist du eigentlich ständig am Laufen. Aber es ist ganz interessant, es gibt eine aktuelle Studie, die ja besagt, oder es geht um das Thema, wie kann ich möglichst gesund alt werden. Und da ist so Sporternährung eher an letzter Stelle, ganz interessant. Mhm. Ja. Und so an erster Stelle ist so das ganze Thema Beziehungen, also soziale Beziehungen in der Familie, zu Freunden, mhm. Zeit zu verbringen, Erlebnisse zu entwickeln und dergleichen. Ja, also das ist für uns ein ganz wichtiges Thema, ja. Mhm. Sport und Ernährung. Ja, sind wir eigentlich ja schon unmittelbar beim Thema. Also wir haben ja einiges an Ärzten und aus dem medizinischen Bereich und da spielt das Thema Gesundheit ja immer eine unglaublich große Rolle. Ich habe ja für mich so ein bisschen entdeckt, dass das neue Statussymbol für die Zukunft eben nicht mehr mein Haus, mein Auto ist, sondern wenn ich aufhöre, noch gesund, ne? wenn ich also wirklich viel mehr Zeit habe für mein Leben, Statussymbol Gesundheit. Wenn wir jetzt mal
aus deiner Sicht, du hast ja auch viel im Bereich, du hast einen Podcast zum Thema Digital Health, wenn du aus der Medizin, aus dem medizinischen Sektor, kennst du dich aus, ihr habt die Gesundheits-App oder diese Medizin-App Valeo, also ihr habt viel mit dem Gesundheitsbereich zu tun, seid da unterwegs. Wo gibt es für dich im Moment die größte Veränderung, was das Thema Arztmedizin angeht? Ja, also ich glaube oder bin fest davon überzeugt, wenn ich mir das Ganze so anschaue und beobachte, dass die Gesundheitswirtschaft so die letzte Branche sein wird, die disruptiven Wellen unterliegen wird. Ja? Also das, was wir zum Beispiel aus der Verlagswelt kennen, dass Verlagstitel, Tageszeitungen, Verlage eingestampft wurden oder Insolvenz anmelden mussten, weil das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert hat. Das werden wir auch und das ganz massiv in der Gesundheitswirtschaft erleben. Einfach aus dem Grund, weil das, was ich so sehe im Markt, eher eine horizontale Vernetzung darstellt. Also für mich bedeutet Digitalisierung, horizontal und vertikal zu vernetzen. Das heißt, horizontal Ärzte kooperieren miteinander in Form von Verbünden zum Beispiel. Ja? Und die vertikale Vernetzung ist hin zum Patienten. Ja, und das, was ich sehr oft sehe, sind ganz viele Konzepte, auch seitens der Krankenkassen, die horizontal vernetzen. Wenige Konzepte, wenig gute Konzepte, die wirklich vertikal integriert sind zum Patienten. Und da sehe ich ein enormes Potenzial, auch für den einzelnen Arzt, der da tatsächlich was tun kann. Mhm. Ja. Kannst du da mal ein Beispiel geben, konkret, was mit der vertikalen Vernetzung zum Beispiel gemeint ist? Ja, das sind zum Beispiel Services, die ich Patienten anbieten kann. Ne? Also wir sehen ja jetzt schon zum Beispiel in England, es gibt Apps, da kann ich mit deutschen Ärzten über eine englische oder aus England kommende App sprechen und mich beraten lassen. Das ist in Deutschland stark reglementiert. Ja? Jetzt gab es natürlich eine Lockerung oder eine Inaussichtstellung zur Lockerung dieses berufsrechtlichen Themas, aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass die Services, und wir sind im World Wide Web grenzenlos, ja, dass diese Services nicht im Ausland bereitgestellt werden. Mhm. Und wir damit den deutschen Arzt eigentlich durch die deutsche Gesetzgebung eigentlich daran hindern, vertikal zu integrieren, also Services anzubieten, Telemedizin beispielsweise, ja, elektronische Patientenakte und dergleichen. Ja. Aber das kann ja auch im Kleinen stattfinden. Also was kann ich zum Beispiel über einen Livestream, über ein Online-Coaching oder so als Arzt tatsächlich meinen Patienten anbieten? Ja? Mhm. Also das sind ja das, was wir jetzt ja auch mit WhatsApp und Co. kennen, wo ja wir jetzt wieder durch das Thema Datenschutz Probleme kriegen. Ja? Also es sind Leitplanken und man muss jetzt wirklich geschickt schauen. Gerade in dieser Branche ist es echt auch toll und Kompliment auch an deine Arbeit, dass du dich dahingehend wirklich engagierst, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, um einfach die Gesundheitsversorgung in Deutschland für die Patienten auch sicherzustellen. Also zum Thema Datenschutz, gerade jetzt das neue Thema Datenschutzgrundverordnung, die ja vor zwei Wochen jetzt ins Leben gerufen bzw. in Kraft getreten ist, da sehe ich das tatsächlich eher von einer fünfspurigen Autobahn auf einer Einbahnstraße. Also das ist wirklich ein Riesenthema im Moment und auch die Ärzte betrifft es natürlich, aber die meisten wissen immer noch nicht, wie sie richtig damit umgehen sollen. Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Nichtsdestotrotz, ich finde das hochspannend zu sagen, der Arzt kann auch, der einzelne Arzt in seiner einzelnen Praxis kann schon etwas tun, gerade für die Patienten und für die Ausweitung vielleicht. Ich meine, wir haben ja in Deutschland wirklich hochqualifizierte Mediziner, eine tolle Ausbildung dahinter, dauert sehr lange und wenn die Ärzte im Facharzt ausgebildet sind, wissen sie sehr viel. Aber es ist eben immer begrenzt oder regional begrenzt auf den Ort der Niederlassung oder eben aufs Krankenhaus. Schöne Möglichkeit, vielleicht kannst du so zwei, drei Sätze mal zu dem Thema dieser Valeo-Plattform sagen. Also nicht nur Valeo, ich glaube bei Next Level genauso. Ja. Welche Möglichkeiten es zum Beispiel für einen Mediziner gibt, sein Wissen mehr Menschen, Kunden, Patienten zugänglich zu machen? Ja. Fange ich vielleicht so an, bevor ich so auf die Plattform eingehe. Ja. Wir haben uns die Frage gestellt, oder das sieht man ja auch immer wieder im Netz, dass man im Grunde Wissen konservieren kann in Form von Online-Trainings oder E-Learning-Angeboten, Online-Kursen, Webinaren, E-Books bis hin zu Livestreamings, die man jetzt zum Beispiel bei Facebook machen kann. Und wir haben uns die Frage gestellt, mit Next Level, das ist eigentlich so das Fundament des Ganzen, wie kann man das
auf einer Plattform so einfach wie möglich bereitstellen? Also wie kann man Menschen helfen, ihren Inhalt, ihr Wissen in Form von einem E-Book, von einem PDF oder von einem Film, von einem Audio so zur Verfügung zu stellen, dass es sich dann einer entsprechenden Reichweite anbieten lässt und vor allen Dingen monetarisieren lässt. Also das, was wir ja kennen bei YouTube, bei Facebook, sind ja alles im Grunde kostenlose Inhalte. Mhm. Das macht aus Sicht einer Content-Marketing-Strategie natürlich Sinn, dass ich Vertrauen herstelle, also diesen Trust-Building-Prozess erstmal starten muss, mhm. um zu sagen, hey, ich bin jemand, der sich mit diesem Thema wirklich als Experte, als Fachmann, Fachfrau auskennt, ja. Und irgendwann kommt halt der Sprung, wo man dann sagt, okay, man entwickelt einfach ein digitales Produkt und will das natürlich dann auch monetarisieren, will das natürlich auch verkaufen. Mhm. Und das ist natürlich für uns die Grundlage gewesen, zu sagen, wir wollen das auf höchstem technologischem Level über Next Level als Plattform zur Verfügung stellen und haben mit Valeo quasi eine eigene Sparte, die sich nur um das Thema Gesundheit kümmert. Mhm. Ja, also die sich Ärzten, Apothekern, Personal Trainern, aber kuratierte Angebote natürlich auf die Plattform hebt, weil das finde ich extrem wichtig. Es gibt sehr viel im Internet. Vor 2 Jahren noch war es in 90 Tagen möglich, einen Waschbrettbauch zu bekommen. Heute sind es schon 21 Tage. Das geht immer schneller. Oder der Reichtum kommt über Nacht, ja, oder maximal in 3 Tagen. Also es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man sich mit seinem Angebot, mit seinem Produkt, mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Personal Brand, mit seiner Marke im Internet wirklich auch so positioniert, dass man sagt, okay, ich schließe mich wirklich Plattformen an, die darauf achten, dass der Content auch wirklich hohe Relevanz für die Nutzer hat. Mhm. Und genau das wollten wir mit Next Level bzw. Valeo schaffen. Okay, wenn ich das jetzt mal für den einzelnen Arzt versuche konkret zu machen oder für mich mal zu beschreiben, ich bin jetzt ein Hausarzt bzw. ein Hautarzt, Dermatologie, habe jetzt vielleicht auch einiges im Bereich der privaten Patienten, hohes, gutes Angebot, mache vielleicht ein bisschen Schönheitschirurgie dabei. Und bin Experte in dem Segment, also auch was jetzt Hautbild, Screening und so weiter angeht. Wie kann ich mich als Experte oder wie kann ich mein Wissen als Experte aus meiner Praxis herausbewegen und auf die Plattform bringen? Ja, also wir beide wissen, dass Ärzte eines nicht haben und das ist Zeit. Das heißt, Zeit vor allen Dingen, um Content zu erstellen. Also Content kann ich im Wesentlichen auf dreierlei Weise erstellen, nämlich einfach, ich kann es schreiben, ich kann ein Video drehen, das so wie wir das gerade machen, musst du halt immer sehen, dass die Haare liegen oder du hast so eine Lösung wie ich, oder du machst Audio. Jetzt kannst du zum Beispiel hergehen und sagen, okay, wenn ich jetzt eine Fachkompetenz zum Beispiel in Form eines E-Books, also eines PDFs zum Beispiel rausbringen möchtest, dann kannst du zum Beispiel hergehen und sagen, du sprichst das Ganze als Audiodatei auf dem Weg in die Praxis und am Abend von der Praxis nach Hause in dein Handy und schickst zum Beispiel unserem Team bei Next Level diese Datei oder Valeo zum Thema Gesundheit und dann machen wir daraus ein E-Book. Also wir bringen das in eine textliche, verschriftlichte Form und strukturieren das Ganze, geben das zur Freigabe nochmal zurück und dann hat man im Grunde das, was man dann so über, sage ich mal, in einen Zeitraum von ein paar Tagen oder Wochen reingesprochen hat in sein Handy, dann als wertvolles Produkt für die eigenen oder auch neue Patienten. Okay, das heißt, Das heißt, dieses Produkt, was dann entstanden ist, jetzt am Beispiel eines E-Books, eines PDFs, kann dann natürlich auf die Plattform zum Verkauf angeboten werden. Das heißt, ich muss mich wirklich nicht darum kümmern, ob ich da das Richtige oder Falsche oder den richtigen Satz, den falschen Satz gesagt habe. Ich spreche einfach drauf, mache das jeden Morgen 10, 15, 20 Minuten auf dem Weg in meine Praxis oder in der Praxis in der Mittagspause, schicke euch das und den Inhalt fasst ihr so zusammen, dass der Arzt dann hinterher ein fertiges E-Book bekommt und das auf der Plattform zum Beispiel verkaufen kann oder das anbieten kann, wo immer er will. Richtig? Ja. Also ich habe tatsächlich auch mit Ärzten und Ärztinnen gesprochen, die das wirklich als Business aufbauen. Also man muss ja sagen, das eine ist ja das klassische Geschäftsmodell eines Arztes und das andere, kannst du wahrscheinlich sogar noch mehr sagen als ich, ist halt ein ergänzendes Geschäftsmodell, der Aufbau eines weiteren Standbeins. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist halt der Quick and Dirty Weg, wie ich an so ein E-Book komme, um mein Wissen
zu transportieren an meine Zielgruppe oder natürlich an die Zielgruppe über meine eigene Regionalität. Ich meine, ich hätte keine Grenzen, ne? Also kann ich als Münchner Arzt natürlich auch einem Hamburger Publikum oder Hamburger Internetnutzern mein Wissen anbieten. Mhm. Was ich natürlich empfehle, einfach, wenn ich das wirklich ernsthaft betreiben möchte und mein Geschäftsmodell erweitern möchte, dann empfehle ich das Ganze natürlich nach und nach, so schrittweise in Form von so Phasen, zu professionalisieren. Dass man wirklich sagt, so wie du das zum Beispiel auch machst, soweit bin ich jetzt noch nicht, Podcast ist bei mir Audio, du machst mit mir Audio und Video. Ja. Ne, das ist der Grund, warum ich noch keine 70.000 Leute im Monat erreiche. Das ist schon next level. Ja. Das heißt, jetzt hast du Mimik, Gestik hier mit dabei. Ja, das ist ja das Höchstmaß der Gefühle, die wir transportieren können über das Internet. Audio hast halt nur Stimme. Ja. Mhm. Aber dadurch schaffst du natürlich nochmal eine ganz andere Nähe aufzubauen, ja, eine ganz andere Präsenz aufzubauen. Und das kann natürlich auch ein Arzt machen, indem er E-Learning-Module, ja, oder Lessons anbieten kann und sagt, hey, zum Thema Haut, meinetwegen Hautkrebs als Thema, ja, biete ich hier drei Lektionen an, wie kann ich mich schützen, wie kann ich mehr darüber erfahren. Aber natürlich nicht diagnostisch, sondern eher informativen Charakter hat. Also, dass ich wirklich den Deep Dive ins Thema habe, den ich so in der klassischen Beratung beim Dermatologen einfach nicht habe, weil er die Zeit gar nicht hat, sich mit mir auseinanderzusetzen. Okay, und nehmt ihr ihn da an die Hand? Also unterstützt ihr ihn da? Könnt ihr ihm sagen, mach das so, gebt ihm vielleicht mal ein Coaching? Denn nicht jeder ist ja jetzt derjenige, der sich sofort vor eine Kamera stellt und sagt, ja. Mach das oder ich nehme etwas auf. Also auch da wäre die Möglichkeit, sich von euch unterstützen zu lassen. Ja, also wir haben ein Partner-Hub, nennen wir das, also Partner, die angeschlossen sind an Next Level und Valeo. Und wenn der Bedarf entsteht, haben wir natürlich Leute und Experten, die dann dezidiert auf diese entsprechenden Themen natürlich auch spezialisiert sind. Ja. Ne? Genau. Jetzt ist das ja ein Schritt. Ich habe im Eingang die Frage gestellt, warum sollte sich der Arzt oder Mediziner ab sofort um das Thema Personal Branding kümmern? Das ist ja jetzt im Grunde die Zusammenführung dieser beiden, ich nenne es jetzt mal Medien, auf der einen Seite das Thema Digitalisierung. Ich baue mir ein zweites Standbein auf zum Thema oder in einem Medium, das ich sonst nicht bedienen kann. Und dafür kann ich mich an euch wenden. Dafür habt ihr die Plattform und stellt alles zur Verfügung. Jetzt erreiche ich damit ja automatisch auch das andere, nämlich das Thema Personal Branding. Das heißt, ich stelle mich als Marke plötzlich dar. Welche Bedeutung hat das für dich in der Zukunft, gerade für den Mediziner? Also ist für mich maßgeblich. Also im Internet ist die Spezialisierung im Grunde das A und O, um mich so selbst als Marke oder mich und mein Unternehmen als Marke aufzubauen. Stellen wir uns Folgendes vor. Mal angenommen, ich würde im Internet auftreten als Allgemeinmediziner. Ja, was gibt der User bei Google in den Suchschlitz ein? Der wird ja dann nicht Allgemeinmediziner eingeben, es sei denn, ich suche einen aus meiner Region, sondern die Nutzer geben natürlich ein ganz konkretes Problem an, zum Beispiel Hautkrebs, ja, oder noch ein paar Begriffe mehr. Und dann ist es natürlich sinnvoll, auch als Arzt zu diesem Thema mit dieser Spezialisierung und digitalen Angeboten oder Produkten gefunden zu werden bei Google. Das heißt, das A und O ist, sich wirklich so spitz wie möglich digital einen Fingerabdruck aufzubauen oder ein digitales Profil aufzubauen, um wirklich zu sagen, ich bin wirklich spezialisiert auf genau dieses Thema und muss das dann natürlich noch ein bisschen mehr ausschmücken mit redaktionellen Beiträgen oder so wie wir das machen mit einem Podcast, mit einem YouTube-Channel, was mir halt einfach so als Medium liegt und wo ich natürlich auch Zeit investieren muss. Ja. Also das muss man schon dazu sagen, sich dann eine digitale Identität, und genau das ist ja mein Thema, Digital Branding, aufzubauen, muss klar sein, das ist ein kontinuierlicher Prozess, auf den ich mich einfach einlassen muss, ja, und um eine Wiedererkennung herzustellen, um mich zu positionieren. Das heißt also nicht das Ganze nach einem oder zwei Monaten, wenn ich dann 5, 6 Podcasts gemacht habe, wenn ich 5, 6 E-Books oder 2, 3 E-Books habe, nicht wieder zurück, sondern ich muss dann auch wirklich mir mal sagen, mach das jetzt mal 2 Jahre oder 3 Jahre oder gehe einen Zeitraum ein, in dieser Zeit ich sage, da mache ich es tatsächlich, da ziehe ich es durch und habe in der Zeit dann eben auch ein bisschen mehr zu tun, als eben in Anführungsstrichen nur um meine Praxis zu führen. Das ist ja auch schon eine große Herausforderung.
ich kann es natürlich clever machen. Ja? Also wenn ich jetzt deinen Podcast höre und dieses Interview höre und mich dafür interessiere, dann kann ich natürlich dich anrufen, weil du kennst die Abkürzung oder du kennst Leute, die die Abkürzung kennen. Und das ist natürlich der große Vorteil, dass man muss es ja nicht so, wie wir beide das gemacht haben, so Pionierarbeit machen und sagen, okay, wir machen erstmal alle Fehler und geben das dann irgendwie weiter an die nächste Generation, sondern als Arzt kann ich mich, wenn ich mich dafür, oder Ärztin, kann ich mich dann natürlich da an Experten wenden, die schon dort sind, wo ich hin will. Mhm. Ich hätte mir damals, ehrlich gesagt, vor ja, fast 3 Jahren auch nicht, hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass wir jetzt 70, jetzt diesen Monat 80.000 Leute da beliefern mit unseren Inhalten. Ja? Also, aber es zeigt, welche Möglichkeiten das Internet einfach zur Verfügung stellt und welche Möglichkeiten jeder von uns hat, der sich fokussiert und spezialisiert im Markt aufstellt, ja. Und sich selbst natürlich auch als Marke baut. Ja, genau. Vielleicht nochmal, natürlich, wir verlinken mal alles, was so mit dir und mit euch zu tun hat. Also genau auch das Thema Podcast, weil du hast da eine sehr schöne Folge jetzt letztens noch veröffentlicht zu dem Thema, wie bringe ich meinen eigenen Podcast auch ein bisschen weiter und schneller nach vorne, was kann ich da tun? Wie gesagt, du bietest ja auch zunächst mal ein Erstgespräch, ein kostenloses Podcast-Coaching an, um so mal die Grundlagen, ich glaube, hochinteressant für all diejenigen, die sich dann mal mit beschäftigen wollen, wenn es letztendlich auch kein Podcast ist, sondern einfach ein E-Book oder irgendetwas anderes, wo man einfach ein paar Inhalte von dir bekommt. Also wir machen alle möglichen Verlinkungen auf jeden Fall in die Shownotes und auch ja, die Adressen dann von Markenkonstrukt und auch von Markenrebell, sodass man sich gegebenenfalls auch sofort direkt mit dir oder mit euch in Verbindung setzen kann. Ja. Also das Thema Personal Branding, Markenbildung ist wichtig natürlich für das Thema Digitalisierung, aber aus meiner Sicht eben auch einfach, um auch vor Ort präsent zu sein. Denn wir haben ja ein spezielles Thema beim Arzt. Also wir sind ja in Deutschland, was die Niederlassungsmöglichkeiten, zumindest jetzt im humanmedizinischen Bereich angeht, teilweise noch begrenzt. Also nicht jeder Arzt kann einfach sagen, ich gründe eine Praxis, möchte dann aber trotzdem mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Da sind wir ein bisschen limitiert. Und aus meiner Sicht ist das auch der große Grund dafür, warum viele sagen, das Thema Personal Branding, das Thema eigene Marke ist noch nicht so wichtig, denn die Patienten kommen ja sowieso. Ich muss ja gar nicht so viel ändern und ich bin Arzt und ich bin noch nicht auf dem Weg zum Unternehmer. Ich entwickle mich vielleicht dahin. Nichtsdestotrotz ist das Thema Markenaufbau und das Thema eigene Markenpositionierung ja in Zukunft immer wichtiger. Denn wer weiß, wie lange dieses System so noch funktioniert. Ich finde, es gibt jetzt auch schöne Beispiele von jungen Ärzten, die jetzt schon damit anfangen, in der Ausbildungsphase zum Facharzt sich zu positionieren. Kennst du da ein paar praktische Beispiele? Ich kenne jetzt keinen, der jetzt so als Influencer vielleicht den Dr. Johannes Wimmer kennt man vielleicht, ist so der so ein YouTube-Star-Influencer, große Reichweite, der so als, glaube ich, Allgemeinmediziner in der Uniklinik in Hamburg, glaube ich, arbeitet und so ganz praktisch Patienten erzählt, was so im Körper los ist und so weiter. Mhm. Also das finde ich schon eine ganz tolle Geschichte. Und ich glaube, dass also viele junge Ärzte und Ärztinnen sehen tatsächlich das Potenzial. Und ich glaube, das ist so die eigene Frage, die man sich stellen kann. Bin ich eigentlich zufrieden mit dem Potenzial, was ich jetzt so in meiner niedergelassenen Praxis habe? Oder ist da noch mehr drin? Also macht es für mich Sinn, über die regionalen Grenzen hinauszugehen, um einfach zu skalieren und einfach zu sagen, okay, wie kann ich mein Wissen nach draußen wirklich ja auch multiplizieren. Ja? Also wie kann ich diese Reichweiten im Netz einfach nutzen, so wie wir jetzt auch mit dem Podcast natürlich eine Reichweite aufbauen. Klar. Ja. Also das ist schon sehr sinnvoll. Ja, genau. Also ich habe da auch immer noch eine Ärztin mit ihrem Freund im Kopf aus dem Münchner Raum, die einen eigenen Blog hat, die zum Thema Fitness sehr viel macht, die eben auch im Bereich der Chirurgie, beziehungsweise er ist im Bereich der Chirurgie tätig, sie ist im Bereich der Haut tätig, die sind regelmäßig dabei. Ich habe das vorhin schon im Vorgespräch gesagt, die bauen sich jetzt schon im Grunde ihre Community für die Zukunft auf, die wollen sich irgendwann niederlassen und denen wird man irgendwann folgen, auch ganz egal, wo die sich niederlassen werden. Die werden eben in 5, 6 Jahren zum Facharzt ausgebildet sein, in die Niederlassung gehen, in die eigene Praxis gehen und bauen sich eben jetzt schon ihre Zukunft auf. Und das finde ich sehr, sehr erstaunlich und unglaublich intelligent auf der anderen Seite, weil er weiß, was in 5, 6 Jahren ist und ob diese Systeme so noch funktionieren und die eigene Zukunft so aktiv zu gestalten, ist ein super Ding. Also, ja. Ich glaube auch, der Wert der eigenen Praxis, das ist, glaube ich, jetzt noch gar nicht so auf dem
auf dem Tablett, aber der Wert der eigenen Praxis wird natürlich enorm steigen, wenn ich eine Praxis mal übergebe, ja, oder verkaufe und kann sagen, das ist die Praxis, die Prozesse sind digitalisiert, zum Beispiel das Thema Terminvereinbarung, ja. Aber diese Praxis hat eben auch eine eigene Community. Ich habe eine eigene Reichweite mit dieser Praxis. Ich habe nicht nur 800 Patienten in dieser Praxis, sondern ich habe auch noch 100.000 Hörer in einem Podcast. Also das ist für den Wert, der da entsteht, schon auch ein Unterschied für einen jungen Arzt, der sich niederlassen möchte. Wenn er die Wahl hat, würde er sich halt nicht für den 70er-Jahre-Schick einer Praxis 400 Patienten ohne Community und Reichweite entscheiden. Er würde sich dann immer für auch das digitale Angebot entscheiden. Ja. Also allein wer schon mit seiner Praxis so den eigenen Wert steigern möchte, also wer wirklich schaut, dass er sein Unternehmen, und das ist ja letztendlich auch deine Botschaft, sein Praxisunternehmen für die Zukunft vorbereiten muss, der kommt an Digitalisierung nicht vorbei und auch nicht an dem Thema Community-Ausbau. Gibt es denn aus deiner Sicht jetzt, wenn wir mal von der einzelnen Praxis weggehen, weil wir haben ja nicht nur die einzelnen Praxen, wir haben ja auch ganz viele Kooperationen, wir haben auch übergeordnete Gemeinschaften, für die Gesamtgesundheitsbranche aus deiner Sicht so ein Ausblick mal, welche Möglichkeiten das Thema Digitalisierung so grundsätzlich bietet in der Zukunft? Also das hängt ja alles zusammen. Also man könnte ja fast sagen, es ist holistisch, also ganzheitlich zu betrachten. Es ist ja nicht nur das eine, sondern spielen ganz viele Dinge gegenseitig eine Rolle. Also ich glaube, die Identifizierung von echten Experten, von Leuchttürmen innerhalb der jeweiligen Fachrichtung wird natürlich viel einfacher sein. Also wenn ich wirklich einen Lungenspezialist suche, dann werde ich ihn viel einfacher in Zukunft finden, weil der Lungenspezialist, der hat natürlich Veröffentlichungen, der hat natürlich Blogartikel, der hat einen Podcast, einen YouTube-Channel und so weiter. Ja. Also ich glaube auch, die Kommunikation zwischen Arzt und Patient wird eine ganz andere sein, wird eine viel intensivere sein. Es wird allerdings auch mehr automatisiert sein. Also Chatbots werden zum Beispiel Terminvereinbarungen übernehmen. Ja. Ich werde vielleicht ein Wiki, ja, so eine Knowledge-Management-Lösung bei den Ärzten einfach auch haben, wo ich dann sagen kann, okay, weißer Hautkrebs, was bedeutet das? Das gebe ich dann halt bei dem Arzt meines Vertrauens auf. Also die Zukunft liegt in der Interaktion mit der Plattform des jeweiligen Arztes. Und wenn wir uns heute anschauen, wie die Ärzte-Plattformen, Webseiten aussehen, was die heute anbieten, dann ist das natürlich ein enormes Potenzial für jeden Arzt, der sagt, so, und jetzt gehe ich den einen Schritt noch, ne, die eine extra Meile noch mehr und baue mir so mein digitales Unternehmen auf. Ja, also so den Mantel der Kommunikation um meine regional etablierte Praxis. Also ich glaube, wir werden viel sehen im VR-Bereich, also Virtual Reality, Augmented Reality, also erweiterte Realität, was da mit Handy und Co. Möglich sein wird. Und ich glaube, es wird auch neue Geschäftsmodelle einfach geben müssen, weil sich auch unser Gesundheitssystem verändern wird, neue Geschäftsmodelle geben müssen für die niedergelassenen Ärzte, zusätzliche Standbeine zu entwickeln zu dem klassischen oder traditionellen Geschäftsmodell. Ja, wobei ich auch bei dir immer wieder raushöre, und das finde ich ganz besonders schön in dem Zusammenhang, dass nicht das eine oder das andere da steht, sondern dass immer das Thema Digitalisierung und Mensch und Digitalisierung parallel läuft. Das ist vorhin gesagt, Prozesse, die systematisiert werden können, können letztendlich digitalisiert werden, vereinfacht werden für Abläufe in der Praxis. Und das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, ich habe einfach wieder mehr Zeit für meinen Patienten und kann mich wirklich um das kümmern, was meinen Patienten angeht. Also kann vielleicht eine andere, eine vernünftigere, ohne das jetzt bewerten zu wollen, dass es bis jetzt nicht passiert, aber eine andere Diagnose stellen, weil ich einfach nicht mehr zeitlich so stark reglementiert bin, wie ich das ja heute tatsächlich bin. Wir haben ein Zeitkontingent, also wir haben nicht nur ein budgetiertes Kontingent, was Geld angeht, sondern auch ein zeitliches Kontingent in der Arztpraxis, dass man dem Arzt da fast keinen Vorwurf machen kann, dass er so wenig Zeit für den Patienten hat. Aber wenn das letztendlich Einzug hält, also viele Dinge, die einfach systematisiert und dann digitalisiert werden können. Ich glaube, das macht Abläufe in der Praxis einfacher. Es gibt ja da auch schon Beispiele für Diagnosestellung über diesen Großcomputer, der sehr, sehr genau Diagnosen stellen kann. Das ist sicherlich Zukunftsmusik. Aber
ich glaube, dass es auch nach und nach in dieser Entwicklung weitergehen wird und auch muss, damit sich da ein bisschen was ändert. Das ist ein hochspannendes Thema. Also ich glaube auch nicht, dass es ein Entweder-Oder ist. Also ich führe auch oft die Diskussion, ein Computer oder eine künstliche Intelligenz wird niemals eine Behandlung führen. Ich glaube, diese Diskussion, ob jetzt eine Maschine oder langjährige Erfahrung besser ein Röntgenbild auswertet oder nicht, das ergibt sich einfach nicht. Also klar kann man das Maschinen irgendwie beibringen, aber dieses Zwischenmenschliche wird immer benötigt werden. Davon bin ich überzeugt. Also genau wie du sagst, ist es ein Brückenbauen. Ja? Also wie schaffe ich es, zwischen Online und Offline wirklich Brücken zu bauen? Ganz klassische Frage. Wie lange waren meine Patienten im Wartezimmer und wie gehe ich mit deren Zeit um? Mhm. Ja? Also biete ich in dieser Zeit Services an, biete ich in dieser Zeit echte Mehrwerte an. Mhm. Zum Beispiel beim Podcast kann ich ja Lautsprecher in das Wartezimmer machen und eine Podcast-Folge laufen lassen. Ja? Ich habe das bei einem Arzt gesehen, der hatte das auf der Toilette. Ich fand es ein bisschen schade, weil so viel Zeit verbringst du da nicht, aber da lief ein Vortrag des Arztes in auf irgendeine Kino auf der Toilette mit Bewegungssensor, also der stoppte dann auch. Man konnte mehrfach gehen und hat dann das gehört. Also das sind einfach tolle Ideen. Oder was gebe ich denn? Ich habe ja ein Kommunikationsproblem. Womit wir immer zu tun haben, ist ein Medienbruch. Also Patient kommt in die Arztpraxis rein, es beginnt die Kommunikation, weil er klingelt, klopft und sagt Hallo. Und irgendwann reißt die Kommunikation wieder ab, weil die Arztpraxis verlässt. So, jetzt ist doch die große Herausforderung, wie schaffe ich es in der Zeit, wo meine Praxis geschlossen hat oder wo der Arzt, wo der Patient einfach auch kein Problem hat und keine gesundheitliche Beratung braucht, wie kann ich trotzdem den Kontakt halten? Und dann reden wir ganz schnell über E-Mail-Marketing, über E-Mail-Funnel oder Informations-Newsletter. Dann reden wir ganz schnell über Messenger-Services, Chatbots, Podcast, damit wir einfach den Patienten erinnern und ihm immer wieder sagen, hey, wenn du damit ein Thema hast, ich bin da. Mhm. Ja, ich beliefere dich mit Informationen und ich schaffe ganz viele Touchpoints im Netz, sodass der Patient, Kunde, immer wieder mit mir Berührungspunkte hat und weiß, der Lungenspezialist ist diese Person. Ja. Und ich glaube auch, dass sich darüber Patienten verändern werden. Also ich hätte vielleicht dann auch die Patienten, die ich haben möchte. Ja, also ich kann vielleicht auch genau, wenn ich weiß, ich nutze diese Medien und ich möchte gerne in einem gewissen Bereich mit vielleicht ein jüngeres Patientenklientel haben oder ich übernehme eine Praxis, was sehr häufig der Fall ist, wo die Patienten überaltert sind. Natürlich auch ganz normal, wir haben die Mobilität im Alter und nicht, Gott sei Dank, nicht in jüngeren Jahren. Und aber ich bekomme eben die Möglichkeit, mit diesem Thema der Digitalisierung vielleicht auch jüngere Menschen anzusprechen, die dann sagen, ja, da gehe ich hin, weil der bietet mir genau das, was du gerade gesagt hast. Und denn viele haben ja auch Sorge davor, weil sie A, mit den Begrifflichkeiten nichts anfangen können und B, weil sie mit dem Thema nichts anfangen können, was passiert da mit mir? Ne? Und ich glaube, da bekomme ich einfach ein anderes Patientenklientel, Patientengut. Das kann ich mir vielleicht dann auch selber aufbauen als Arzt. Ne? Ja, ja. Also ich glaube auch, es braucht gar nicht so sehr diesen visionären Kopf. Ich glaube, der gesunde Menschenverstand und auch der Rückblick so in den letzten 5 bis 10 Jahren zeigt ja auch schon, dass sich das Kommunikationsverhalten bei den Patienten ja schon geändert hat. Mhm. Die Frage ist, versuche ich jetzt, mich auf Augenhöhe wieder zu bringen und in diese Kommunikation einzusteigen? Oder lasse ich die Patienten bei Yameda und Co. vielleicht eine Bewertung abgeben? Die reden ja sowieso über mich als Arzt. Mhm. Ja, bewerten mich gut oder bewerten mich schlecht. Ja, aber wenn ich einen tollen Service anbiete, ja, wenn ich tolle Bewertungen bekomme, auch bei Google, wie schnell ist das, wenn ich mit meinem Handy beim Arzt war, sagt mir mein Handy, möchtest du diesen Arzt bewerten? Und dann habe ich ganz schnell 5 oder 2 Sterne vergeben. Ja, wie schnell kann man auch so ein Image kaputt machen? Und dagegen halten zu können und zu sagen, hey, ich beliebe meine Community mit Blogbeiträgen, habe einen Podcast, liefere echten Mehrwert, das ist, glaube ich, ein Riesenthema, um sich auch selbst als Marke aufzubauen. Absolut richtig. Und ich glaube, auch damit würden wir vielleicht auch so ein bisschen in die Gegenden kommen, die heute unterversorgt sind, also wo wir zu wenige Ärzte haben, weil eben die Gefahr eben, also viele sagen, ich möchte da nicht hin, weil entweder habe ich zu viele Patienten und ich komme gar nicht mehr, ich habe gar keine Zeit mehr zum Leben oder ich habe Sorge, dass meine Praxis dort nicht funktioniert,
weil die Patienten für die Spezialisierung dann doch eher woanders hin wollen. Ich glaube, genau damit, mit dem Thema Personal Branding, mit dem Thema Digitalisierung, kann ich dem wunderbar entgegenwirken. Übrigens, da werde ich nochmal speziell eine, du sagst immer so schön, Solo-Folge nochmal zu machen, um einfach mal zu sagen, was eigentlich mein Beweggrund dafür ist, dass ich mich so für dieses Thema einsetze. Das ist ein sehr persönlicher Grund, aber das mache ich mal im ganz anderen Segment, denn mir liegt das Thema auch sehr, sehr am Herzen, dass wir in Deutschland keine unterversorgten Gebiete haben. Wir sind ein hochindustrialisiertes Land und es gibt in einigen Bereichen eben keine Ärzte, die schnell zur Verfügung stehen können. Und das kann ich sagen, das ist meine Aufgabe. Ich bin kein Mediziner, aber ich kann vielleicht dazu beitragen, dass, ja, dass wir in dieser Unterversorgung, dass wir aus dieser Unterversorgung rauskommen. Wichtige Mission, ja. Eine Frage habe ich noch aus deiner Sicht. Was zeichnet den Arzt als Unternehmer aus? Warum ist das oft anders? Warum ist das nicht einheitlich? Also oder ist der Arzt eher selbstständig oder ist er eher Unternehmer? Also ich glaube oder würde mir wünschen, dass der Arzt sich mehr als Unternehmer sieht, also der Idee folgt, am Unternehmen zu arbeiten und nicht nur als persönliche Fachkraft im Unternehmen zu arbeiten. Also als Fachspezialist bin ich bemüht, natürlich über die aktuellen Entwicklungen, Forschungen, Studien und so weiter informiert zu sein. Aber seine Praxis, vor allen Dingen auch die eigene Zukunft betreffen, als Unternehmen zu verstehen und dafür Strategien zu entwickeln und mal von außen drauf zu schauen und zu sagen, okay, jetzt habe ich meine Praxis, ich habe meinen Patientenstamm um meine Praxis, aber was ist über diese regionale Grenze hinaus noch möglich? Ja, das ist dann nochmal ein ganz anderer Perspektivwechsel, den ich jedem Arzt, jeder Arztpraxis empfehlen würde. Und das aber nicht nur aus der Perspektive, und das ist ganz interessant, ich hatte letztens auch ein Interview mit einem Zahnarzt, der in Berlin eine Praxis, eine Karieshöhle für Kinder, total cool. Ja, ja. Super. Ja. Super geile Geschichte, aber es ist halt auch nur regional. Es ist halt auch nur in der Praxis. Es ist nicht digital. Es ist noch nicht dieser Schritt nach außen. Es ist beeindruckend für jeden, der dorthin kommt. Aber sorry, ich wohne nicht in Berlin. Ja, also welchen Wert kann er mir stiften? Er hat es getan, indem er einen Podcast gemacht hat. Ja, aber jetzt für mich als Patienten, ja, was kann er für mich tun, der ich nun mal in München oder in Köln oder wo auch immer lebe? Und ich glaube, das ist diese Extrameile, von der ich gesprochen habe. Also nicht nur die Praxis zu sehen und zu sagen, wie kann ich das Erlebnis vor Ort für den Kunden kreieren, sondern wie schaffe ich es, meinen Kundenstamm einfach über die regionalen Grenzen hinaus durch eigene digitale Angebote und Produkte mit dem Wissen, was die Ärzte ja tatsächlich haben, mit der Spezialisierung. Ja. Ich habe letztens mit einem Arzt unterhalten, der sich auf das Thema Vitamin D und Vitamin K spezialisiert hat, der alle möglichen Studien da. So, und habe ich gesagt, hey, du musst das in E-Books schreiben oder sprich es irgendwo drauf. Wir müssen dieses Wissen konservieren und Menschen zugänglich machen. Ja. Und das macht er jetzt und ich glaube, das ist der richtige Weg, um sich zusätzliche Standbeine oder passive Einkommensströme aufzubauen langfristig. Es ist ein Prozess, also man sollte jetzt anfangen. Ja, es ist nicht so, dass man irgendwie sagt, erledigt, sondern man muss es entwickeln. Das geht relativ schnell, da können wir gut helfen. Aber es muss sich auch rumsprechen und das dauert halt, bis dieses Lauffeuer einmal um den Erdball ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ein sehr schöner Abschluss für das Interview. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wir sind schon über 45 Minuten fast dran. Also das ist einfach super spannend, es geht viel zu schnell vorbei, die Zeit. Ich möchte aber zum Schluss auch noch so zwei, drei kurze Fragen stellen. Eine hast du schon beantwortet im Laufe des Interviews. Deshalb steige ich einfach mal mit meiner zweiten Frage ein. Wenn du jetzt heute so den Reset-Knopf drückst, würdest du heute irgendwas anders machen in deinem Leben? Puh. Das ist eine gute Frage. Ja, also ich würde, glaube ich, noch ein Ticken früher mich auf digitale Themen stürzen. Ich habe das schon relativ früh gemacht, aber zu erkennen, dass das auch wirtschaftliche Aspekte haben kann, das hätte noch ein bisschen früher, aber ansonsten bin ich eigentlich echt zufrieden. Ja, super. jetzt hast du ja schon einen wunderschönen Ort, an dem du arbeitest und lebst, wie du uns gerade gesagt hast. Gibt es denn irgendwie einen Ort, wo du sagst, da würde es sich lohnen zu leben und auch von da aus zu arbeiten? Ich meine, letztendlich
gerade in der digitalen Welt ist ein Ort zum Arbeiten wahrscheinlich sowieso austauschbar, oder? Ja, als hauptberuflicher Rebell und Harley-Fan gibt es eigentlich keinen Ort, der dich irgendwie länger als eine Woche bindet. Mhm. Und das ist das, was mich auch so fasziniert, das ist dieses Standortunabhängigsein. Ja? Also ich kenne noch die Büroarbeit, also morgens um 9 bis 18 Uhr in irgendwelchen Betonwänden zu sitzen und genieße ganz ehrlich mit einem Laptop und wenig Equipment diese Flexibilität und Freiheit, die uns die Digitalisierung geben kann, wenn wir sie richtig nutzen. Okay. Also ist es ortsunabhängig letztendlich? Ja. Okay. Gibt es einen Film, ein Buch, was dich besonders motiviert, mitgerissen, inspiriert hat so in der letzten Zeit oder überhaupt, was du empfehlen könntest? Also sehr früh Sorge dich nicht lebe, Dale Carnegie. Ja. Das war eigentlich so das erste Buch, was so für mich so die Initialzündung gegeben hat, dass neben dem Business die persönliche Weiterentwicklung eigentlich der Schlüssel ist und gar nicht so sehr die Suche im Außen, was zu finden, was einen beruflich vielleicht befriedigt oder so, oder was einen beruflich an seine Ziele bringt, sondern eher so dieser innere Fokus auf, was tut uns wirklich gut. Ja? Mhm. Und das war dann auch so ein gewisser Reifeprozess, den man dann mit weiteren Büchern so durchgemacht hat. Aber das war schon das prägendste Buch, ja. Okay. Finde ich auch ganz spannend. Ich habe letztens ein Interview mit jemandem noch geführt, der auch gesagt hat, der Arzt muss mal raus aus seiner, ich nenne das mal Fachgruppe, also wenn man sehr viel innerhalb der Arztgemeinschaft unternimmt und sehr viel innerhalb dieser Gruppe auch entweder geführt wird oder eben auch geprägt wird. Und dieses setzt sich doch mal mit anderen Themen auseinander, die außerhalb dieses Segments funktionieren und die eben gut sind, und hol dir da die guten Dinge für deine Praxis, für deine Arbeit, für deinen Arztberuf und versuch die umzusetzen. Und wenn es der letztendlich eine ganz andere Richtung ist, und finde ich sehr schön, darüber mal nachzudenken, einfach mal raus aus dem, was man sonst macht. Also ich will nicht dieses Wort gebrauchen, raus aus der Komfortzone. Das ist für mich hat noch eine ganz andere Bedeutung, aber sich mal mit Dingen zu beschäftigen, die eben nicht da sind, wo ich sie jeden Tag sowieso finde. Ne? Ja, im Grunde, wenn ich da noch eine kleine Ergänzung machen kann, im Grunde, ich bezeichne es immer als Perspektivwechsel. Ja. Also wenn du immer durch die, denselben Fokus benutzt, ja, kennen wir ja, wenn wir vorm Rechner sitzen, das machen wir 8 Stunden, anschließend sind wir völlig im Eimer, ja. Sondern eine Runde spazieren gehen, sich in anderen Branchen mal zu orientieren, andere Konzepte sich anzuschauen und dann versuchen, diese Transferleistung hinzukriegen und zu sagen, kann ich das adaptieren für mein Thema? Mhm. Also ich glaube, und das ist aber ein Appell nicht nur an Ärzte, sondern generell an uns alle, einfach zu sagen, einfach mal den Kopf von unserem Gegenüber aufsetzen und zu schauen, wie würde der mich wahrnehmen? Bin ich tatsächlich der Rebell, der konsequent schwarz, jetzt weißt du, warum ich einen weißen Hintergrund habe, der konsequent schwarze Visitenkarten hat? Da wollte ich natürlich auch an sich noch drauf eingehen. Also das ist einfach dein Markenzeichen, ne? Das Thema Schwarz ist dein Markenzeichen. Es ist ein Versuch. Es ist ein Versuch, den ich schon seit, ich glaube, fast 15 Jahren mache. Mhm. Also wenn du meinen Kleiderschrank sehen würdest, wäre das einfach so ein schwarzes Loch, wie man es im Weltall kennt. Mhm. Ja, weil es einfach keine Farben gibt. Es macht es wahnsinnig leicht, mich zu entscheiden morgens. Und ich lebe das konsequent. Ja? Also völlig egal, was ich hier von dem Schreibtisch nehme, ist es alles irgendwie schwarz. Jetzt pass auf, meine neueste Errungenschaft. Eine schwarze Maus von Apple. Oh. Ja. Also das Interessante ist, es ist für mich das Experiment, weil ich meine Klienten und Auftraggeber darauf trainiere, nur in der Konsequenz, was du in deiner Freizeit machst, ist wurscht. Ich sehe meine Freizeit auch anders aus. Ja, dann habe ich Grau an. aber im Business konsequent Marke zu leben, bis ins Detail. Also ich hatte einen Hund, schwarzer Labrador, auch klar. Bis ins Detail das konsequent durchzuziehen, das ist die große Kunst. Und das wirst du bei Apple finden, das wirst du bei Porsche Design finden. Und wenn du das noch kombinierst, also konsequent in der Markenführung und Reduktion, Fokus auf die Botschaft, auf das Design,
dann schaffst du ganz schnell hochwertige Marken zu entwickeln. Das ist das Ganze. Ja. Gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe aber noch eine Frage, die ich dir trotzdem gerne noch stellen will, weil die nicht ganz uneigennützig ist. Die Frage habe ich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch ein bisschen von dir geklaut. Ich würde ganz gerne eine Empfehlung bekommen. Wen würdest du gerne für diesen Podcast empfehlen? Oder gibt es jemanden, den du uns für den Podcast empfehlen würdest? Gerne aus dem Bereich Medizin, aber auch gerne natürlich aus irgendeinem anderen Segment, weil wir haben ja gerade gesagt, man muss auch mal raus aus der Box. Jetzt werde ich überrascht. Deinen eigenen Fragen überrascht. Es ist sehr, sehr geil. es ist nur Unterschied, die Frage zu stellen oder eine Antwort darauf zu finden. Wen ich auf jeden Fall empfehlen muss, ist Andreas Storm, Vorstandsvorsitzender der DRK. Mhm. Toller Typ. Ich habe jetzt auch seine Crew kennengelernt, war jetzt in Hamburg, habe den CDO dort kennengelernt. Also ganz großartig. Die haben tolle Sachen vor. Kommen jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten ein paar Sachen, die sehr, sehr spannend sind. Und ich das persönlich nicht gedacht hätte, dass von der Krankenkasse so viel Engagement in Sachen Digitalisierung wirklich dort in Hamburg entwickelt wird. Also Hut ab. Kann ich super empfehlen. Ansonsten würde ich dir, glaube ich, eine E-Mail schicken mit auf jeden Fall noch ein paar Kontakten, die unbedingt ihre Geschichte im Mikro. Ja, sehr gern. Freue ich mich drüber. Norm, ganz vielen Dank. Wie sagt man, sehr kurzweilig, weil es sind jetzt fast eine Stunde rum. Also ich finde es super. Wir werden auf jeden Fall noch zwei Teile draus machen. Wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, sich das auch nochmal in Ruhe anzuhören. Und alles das, was du gesagt hast, kann man ja sowieso auch nochmal bei euch auf der Seite nachlesen. Ganz viele Podcasts von mir hören. Da findet man ganz viel von dem auch wieder. Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gern. Ich hoffe, wir hören uns und sehen uns in der einen oder anderen Situation nochmal wieder. An alle Zuhörer und Zuschauer, ganz vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten. Und am Ende bitte ich immer nochmal um eine Bewertung bei iTunes oder YouTube, denn nur so können wir erfahren, ob wir in Zukunft Dinge besser oder anders machen können. Aber auf der anderen Seite natürlich auch so interessante Gäste wie Norm Glaser in den Podcast holen, wenn wir viele gute Bewertungen oder überhaupt Bewertungen bekommen. Also ganz lieben Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und aktiv sein und Unternehmer werden. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, Oliver.